Jo, herzlich willkommen hier zu meinem neuen Let's Play. Diesmal bin ich mal alleine da. Der liebe, wunderbare Ecto. Yay, nur der Ecto. Wuhu. Ja, und meine Haare riechen übrigens nach Bratfett. Deine Haare riechen wie Bratfett. Ah, und sogar eine Reaktion. Ich möchte heute mit euch über ein bestimmtes Thema reden. Und zwar habe ich mal auf YouTube den Trick gezeigt. Deswegen sind auch gerade die Fremden, wo sie Blut kriegen, glaube ich, sind da. Na, egal. Auf jeden Fall habe ich auf YouTube mal den Trick gezeigt, eine größere Fremdenburg innerhalb von 4 Minuten. Also das Video ist Good Game Empire Trick, größere Fremdenburg in 4 Minuten. Das kurz vorher. Und dazu habe ich nämlich hier jetzt ein Schreiben. Das möchte ich kurz mal öffnen. Gehen wir in meine verkackte Burg rein. Und das euch kurz mal zeigen dazu. So, hier hat nämlich der Word Case gefragt. Danke für deinen Beitrag auf YouTube. Wegen der Fremden. Bei mir klappt das nicht zu 100%. Sind nach der gescheiterten Spiel sogar weniger Truppen geworden. Was mache ich falsch? Gruß Rico. Also, Rico, du machst gar nichts falsch. Das ist ja gerade das. Dass das Video, was ich gezeigt habe, war im Endeffekt, oder ist im Endeffekt, oder ist nicht sogar im Endeffekt, es ist eine Art Satire. Es ist quasi halt eine Urban Legend, also eine moderne Legende, die ich selbst ins Leben gerufen habe, um euch quasi damit halt, oder bezüglich jemanden halt, der das halt sieht, damit zu veralbern. Ich habe natürlich am Ende nochmal wieder gesagt, okay, das ist nur Satire. Nur ich glaube, das kommt nicht so ganz rüber. Von daher möchte ich hier nochmal klarstellen, ganz klarstellen, das Video ist nicht, also es funktioniert nicht. Ihr könnt mal so viele Spios auf die Fremden scheitern lassen, wie ihr wollt, es passiert einfach nichts. Ich habe einfach übelst Kacke halt, ich habe sogar übelst, ich meine, der Cut ist sogar richtig scheiße geworden. Und ich dachte mir, okay, das müssen auch Leute irgendwie bemerken, so, wenn du so richtig scheiße einfach so cuttest, so. Das, klar, und ich meine, das ist schon irgendwie bemerkt, wenn sollte auch, ja, noch nicht mal der Cut halt. Und ich meine, wie soll ich denn auf den Grundwert kommen, dass ein Grundwert von der Fremdenburg nirgendwo steht? Ich habe nicht mal eine Quellenangabe gegeben und der Grundwert aber von der Fremdenburg ist, ja, ich glaube 400 noch was habe ich gesagt. Und keine Ahnung, aber wir können ja ganz kurz mal ins Video reinschauen. Ich habe es ja hier nochmal wunderschön auf. Hier sind übrigens auch andere YouTuber. Könnt ihr auch alle reingucken, wenn ihr wollt. Wohl Leilani, glaube ich, macht gar nicht mehr. Star, macht noch Videos und die anderen da halt auch noch. Aber okay, wir gucken uns auch mal das Intro nochmal doppelt an, ne? Ja, Intro. Jeder kann eine große Fremdenburg haben. Der Grundwert einer Fremdenburg liegt bei 496 Mann. Also, ihr lasst eine Spionage auf die Fremdenburg scheitern. Und danach macht ihr wieder eine Spionage auf die Fremdenburg. Diese lasst ihr natürlich nicht scheitern. Und siehe da, schon stehen mehr Leute drin. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wie kann das sein? Ganz einfach erklärt, weil eine Fremdenburg nicht nur OT und sich umstellen kann, sondern auch sich gegenseitig Def schicken kann. Das tut diese aber nur, wenn sie weiß, dass sie angegriffen wird, sprich, wenn eine Spionage gescheitert ist. Logisch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal hier bei Ecto Wolle im Märchenwald. Auf Wiedersehen. Okay, also ihr habt es gerade eben gesehen, ganz zum Ende war noch das Bild mit der Satire, hahaha. Also es ist halt Satire. Das bedeutet, es soll halt auch darum gehen, dass es halt nicht wirklich halt darum geht, dass das jetzt wirklich halt so ist. Es geht halt eher darum, haha, Satire, ich habe euch alle verarscht, so ungefähr. Okay, jetzt könnt ihr natürlich mal dieses Video und das andere Video natürlich auch erstmal richtig derbst disliken und sagen, ja, das verarscht du uns zu Penner. Genau. Genau das möchtet ihr auch haben. Seid einfach unmütig und sagt, ja, wir wollen das nicht und wir finden das auch nicht toll. Aber so ist das halt manchmal auch. Also ich meine, auch im YouTube, ich meine, so andere Leute pranken, gibt's ja auch öfters mal, das ist jetzt eher so ein, ja, hahaha, funktioniert dann nicht prank. Ich meine, geht auch nur eine Minute lang. Und naja. Ich finde es dann nur manchmal doof, wenn ich halt immer noch Zuschriften bekomme von den Leuten, die einfach sagen, du, ich würde gerne mal wissen, wie das funktioniert.
Ich mir denke, der Trick funktioniert doch gar nicht. Er funktioniert doch einfach nicht. Der funktioniert nicht. Er funktioniert aber nicht. Also, ihr könnt machen, was ihr wollt. Der funktioniert aber nicht. Ich kann es dir auch gerne nochmal zeigen, ohne zu cutten. Hier, das ist jetzt in Fremdenburg. Da sind, glaube ich, 400, 500, 600 Mann drin. Ich mache das sogar mit Feder. So, Feder. Ach ne, ups. Bin auch blöd. So. 95%. Ach, wir können auch ohne Feder machen. Ich habe aber noch mein Dings ausgebaut. Lasse ich jetzt einen einfach laufen. Lalalalalalalala. Und schick danach nochmal die anderen 24 einfach gleich. Nee, 27 sogar. Gleich mit Münzen hinterher. Dann gucken wir uns gleich bei des Spielberichts an und können auf jeden Fall sehen. Ja. Da hat er uns wohl verarscht. weil da wird halt nichts passieren. Auch wenn ihr ein, zwei Minuten lang wartet oder so, passiert halt nichts. Und ist ja scheiße, wenn ihr deswegen, wegen dem ollen Ecto, sag ich mal, noch das oder denkt, oh, auf den kann man sich ja vertrauen, so gute Videos, wie der gemacht hat. Da muss auf jeden Fall was stimmen, wenn der Lieder da über irgendwas macht oder irgendwas anderes. Muss ja auf jeden Fall stimmen. Ist das schon blöd aus dem... Ich glaube, das Video hat auch schon 2000 Aufrufe. Von da denken wir, ah, das hat auch mal einer zu doll gemacht hat. Aber ich habe auch ganz zu Anfang von Leuten gehört. Die haben gesagt, die haben auch ihre eigenen Allianzmitglieder damit einfach veräppelt. Also das bedeutet, die haben den einfach nur angeschrieben und haben gesagt, hier, pass mal auf, das funktioniert wirklich so, guck dir das Video an, das funktioniert halt. Und dann schreibt er mich an und meint so, hey, du Cirrus, oder halt Ecto, das funktioniert halt nicht. Dann meint er so, ja, das soll auch nicht funktionieren, so ungefähr, ne? Und er so, ja, nee, aber meine Allianzmitglieder haben alle gesagt, das funktioniert. Und da dachte ich so, ihr Schweine. Auch noch eure eigenen Allianzmitglieder halt verarschen. So, gucken wir eben kurz mal in die Spiel rein. Ihr seht, erstes Spiel ist gescheit. Übrigens, hier unten mache ich so ein bisschen halt weg. Ihr müsst ja nicht sehen, was ich jetzt für Berichte habe. Aber ihr seht, bei den Spiels, die erste Spiel ist gescheitert. Nicht mehr aktuell. Und in der zweiten Spio sind immer noch 500 Mann, wie ich gerade eben schon gesagt habe, bezüglich ein bisschen mehr. Und die Stellung ist halt immer noch die gleiche. Also da wird sich nichts verändern. Wenn ihr wirklich eine gute Fremdenburg haben wollt, habe ich den Tipp gehört, auch von anderen Spielern, halt einfach wirklich alles, was ihr an Fremdenburgen habt, einfach habt. Wirklich halt alles auch wegknallen und einfach alles auch wegballern, was ihr halt wirklich an Fremdenburgen habt. Also halt wirklich jede Fremdenburg, die ihr seht, einfach nur hops und weg damit halt. Egal in welchem Ausmaß. Ui, yay. Mit Gebäudezerstörung. Tolles Teil, verkaufe ich gleich. Yay. Oh, Beutekarte. Also das wollte ich hier kurz mal gesagt haben, tun. Jetzt muss ich noch 10 Minuten lang singen. Damit ich über meine 10 Minuten lang komme und 50.000 Mal Werbung schalten kann. Ich habe einen Teil gewonnen. Noch irgendwas anderes? Ach ja, Lotus König ist auch da. Den habe ich jetzt angefangen zu spielen. Ach, ich kann auch Musik machen nebenbei. Ha! Musik gemacht. Und da bin ich auch schon durch. Da bin ich schon auf Seite 21. Oh, gleich gibt es übrigens Lose. Lose! Seite 21 bin ich da schon. Ich habe das zum Beispiel so gemacht, bei den Fremden habe ich den ersten Booster halt starten lassen, also den 18-Stunden-Booster. Bin nicht so weit gekommen, bin aber bei den Nomaden, habe ich dann mich bis zum zweiten Booster rangespielt und habe dann einfach den Rest einfach mit den Nomaden einfach gemacht. Ich habe mit den Nomaden, ohne einzukaufen, also ohne Geld zu investieren, außer natürlich die Kisten, die ich halt noch vorhatte halt. Das waren auch fast 1k Kisten halt, die ich da verballert habe. Man musste ja immer, man braucht ja immer ein bisschen was, um auf die 75 zu kommen, ich glaube 2-3 Kisten halt, habe ich, glaube ich, 30k an Nomaden-Punkte gemacht und habe damit dann halt, das dann halt geschafft, das Event. Also das, auch das Monats-Event. Das bedeutet, ihr könnt halt auch, wenn ihr zum Beispiel sagt, oh, ich möchte jetzt gerne bei den Fremden warten und dann eher bei den Nomaden halt die Punkte machen, ihr könnt das halt auch einfach anders machen. Ihr könnt auch ganz normal bei den Fremden spielen. Zum Beispiel auch ein Member bei uns, der hat
glaube ich, in Fremden hat er das Monatsevent einmal durchgespielt und hat, glaube ich, dann bei den Samurai irgendwann das zweite Mal noch durchgespielt. Also, naja, Hardcore halt. Aber es gibt ja Spieler, die jetzt ja wirklich schon mit dem Monatsevent auch schon zweimal durch sind. Wenn ich mir jetzt mal gucke, wer jetzt hier jetzt ganz vorne oben sitzt, so, gut, ich bin jetzt einmal durch mit auf Platz 1287. Das bedeutet, jeder, der halt vor mir ist, ist auch schon durch. Und halt die Leute, die halt hier oben sind, zum Beispiel halt, ja, wie sie auch immer alle heißen, ich will ja nicht ihren Namen sagen, die sind alle auch schon, zweimal durch. Also von daher, und es sind noch 20 Tage. Ich würde mal gerne wissen, was macht jetzt eigentlich die letzten 20 Tage? Ich meine, ihr kriegt ja gar keine Belohnung mehr. Außer natürlich die vom normalen Event. Aber die ganzen hier, die ganzen Belohnungen, die ich jetzt halt doch vor mir habe. Wuhu, ganz viele Belohnungen. Die habt ihr ja schon alle bekommen. Was macht denn dann? Ist ja voll langweilig dann. Schreibt's einfach unten in die Kommentare, falls irgendjemand das Video sieht und sagt, hey, ich bin schon mit dem Monatsevent durch. Ich habe durch Clickbait schon wieder diesen wunderschönen Titel gefunden und dachte mir, hey, diesmal dislike ich dich, du Sack. Übrigens, ihr könnt das andere Video auch disliken, also ist kein Problem. Könnt ihr auch liken, wenn ihr wollt, und denkt, hey, super Idee, warum bin ich nicht darauf gekommen? So ein Mist aber auch. Okay, ich denke mal, ich habe die 10 Minuten voll, das bedeutet, ich kann 20.000 Mal Werbung schalten. Das ist auch Affe hier, sowas. Und wie gesagt, probiert diesen Trick einfach nicht aus. Es war einfach ein Haha-Witz. Ich finde den irgendwie immer auch noch lustig halt. Nur ich finde es irgendwie halt manchmal, dann denke ich mir, wenn mich jemand anschreibt und sagt, hey, warum funktioniert der Trick nicht? Dann könnte ich immer so ein bisschen halt kotzen, weil ich denke, Mist, er hat ihn einfach, oder er, sie hat ihn nicht verstanden. Das finde ich dann irgendwie halt irgendwo halt wieder ein bisschen schade. Weil ich wollte das ja schon so machen, dass es ja wirklich zu verstehen ist und nicht so machen, dass es nicht zu verstehen ist. Verstehst du halt, ne? Nicht zu verstehen. Wenn dann jemand nicht versteht, dann denke ich, oh nein. Das tut immer ein bisschen halt auch meistens ein bisschen weh. I'm sorry. So. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal hier bei Ecto, Wollies, Märchen, Wald, Gedöns, Gelaber, Scheiße, halt, Kacke. Okay, auf Wiedersehen. Ciao.